Okay, der geht jetzt da vorne hin. Okay. Wir versuchen es ungesehen. Wir können das doch regeln, oder? Nein, können wir nicht. Oh. Mist. Weil ich weiß, da oben wird bestimmt irgendwas ganz Dolles auf uns warten. Die Frage ist, wie hoch wird der Preis sein, da reinzustiefeln? Weil dafür müssten wir hier alle Gegner erledigen. Die Frage, verlässt der da vorne den Posten? Ich weiß es nicht. Sollten die erstmal safe sein. Aber der guckt die ganze Zeit hier in die Richtung. Das heißt, das können wir vergessen. Ablenken, ja, ist die Frage. Wo ist der Kumpel von dem? Da ist er. So, und der bleibt die ganze Zeit da vorne stehen. Das heißt, hier können wir auch schon mal vergessen, lang zu laufen. Aber rein theoretisch könnten wir, wenn der hier vorne nach links geht, einfach hier vorne an den Barrikaden vorbei. So, jetzt bleibt er da stehen und jetzt müsste er sich gleich wieder rumdrehen und dann könnten wir da vorne lang, dann müsste es rein theoretisch klappen. Ich weiß, dann haben wir ziemlich viel ausgespart. Okay, da vorne steht noch einer. Das können wir vergessen. Das wird nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle. Das ging jetzt gerade nochmal gut. Okay. Ich hab's mir gedacht. Oh Mann. So, Notiz, bla bla, könnt ihr euch durchlesen. So, rein theoretisch haben die nur gesehen, dass wir hier reingelaufen sind. Oder da vorne waren. Der kommt jetzt wahrscheinlich. Wahrscheinlich hier rein, aber der kommt alleine. Du Vogel. Okay, die kommen jetzt hier rein. Okay, das wird jetzt ins Auge gehen. Das geht in die Hose. Die sind jetzt zu zweit hier drin. Ach du Scheiße! Brauche Deckung, ich gehe ran!
ein Arschloch! Mist. Okay, das wird jetzt sehr wahrscheinlich in die Hose gehen. Scheiße. Los, das, du Stück Scheiße. Du wirst brennen, Arschloch. Okay, jetzt müssen wir hier ballern. Hier drüben! Okay, bei dem Rabatt, den wir hier machen. Comic-Geschichte. Echt jetzt? Okay, wir haben das doch hingekriegt. Okay. 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 Das haben wir jetzt allen Ernstes hingekriegt. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Wir waren in dem Raum so in einer schlechten Ausgangssituation. Das hat natürlich uns Ressourcen gekostet. Das Medikit sparen wir uns, damit uns wenigstens das nicht kostet. Die Frage ist, haben wir hier wirklich alle erledigt? Aber rein theoretisch, Ellie bleibt da vorne stehen. Wir müssten hier alle aufgescheucht haben. Das heißt, jetzt können wir auch da oben rein. Rein theoretisch. Wir bleiben natürlich in Deckung. Okay, das war nicht so geplant, gebe ich zu. Aber es hat doch geklappt. Dafür, dass wir so ziemlich am Anfang von dem Spiel die Hand und den Löffel abgegeben haben, finde ich, ist das doch gar nicht mal so schlecht gelaufen. Also, ich habe es schon schlechter erlebt. Und ihr auch. So. So, jetzt haben wir hier nämlich eine Notiz. Genau, die hätten wir natürlich dann ausgelassen. Was wir jetzt nicht haben. Wir sollten uns ein neues Stahlrohr suchen. Denn zwei Schläge ist mir zu wenig. Und wir hoffen, dass hier mehr liegt als nur eine Notiz. Was wir auch machen, wir nehmen das Schrotgewehr. Denn dafür haben wir ja eben einen Schuss gekriegt. Und das war's. Allen Ernstes, das war's hier. Ich hoffe, dass wir in dieses Bürogebäude nochmal zurück können, denn dann können wir uns da das eine Snickers mitnehmen. Ja, ihr denkt jetzt, ja, so viel ist das doch gar nicht, scheiß doch drauf. Nee, das kleine bisschen kann uns unter Umständen doch den Arsch retten. Habt ihr ja schon mal gesehen, wir hatten ja wirklich nichts mehr auf der Gesundheitsanzeige. Da kann ein Millimeterchen viel sein. Okay. Aufpassen müssen wir hier trotzdem. So, da liegt nämlich auch ein Snickers. Also ein Müsli-Riegel. Ich mache hier immer indirekt Werbung. So, jetzt müssen wir hier aber trotzdem aufpassen. Hier könnten Sprengfallen, also trotzdem Sprengfallen sein. So. Wisst ihr, was ich meine? Ich frage mich jetzt nur, können wir da oben nochmal zurück? Können wir auf den LKW nochmal drauf? Ich glaube nicht. Der Van sieht nicht so aus, als wenn wir auf der Motorhaube uns hochziehen könnten. Versuchen es aber. Ich habe es mir gedacht. Das ist ja käsig. Ne, können wir nicht nochmal hoch.
Ah, was ein Mist. Ich könnte ausrasten. Noch nicht mal zerdeppern können wir das Auto. Nee, okay. Ja, dann. Eigentlich ist das hier so einfach gewesen. So, hier einfach so hier rüberspringen und schon bist du da. Nee, wir mussten ja einmal im Kreis laufen. Na so, Dalle, dann gehen wir weiter. Gibt's ja nichts mehr zu finden. Obwohl, hier in den Ecken haben wir noch nicht geguckt, aber da kann ich mir nicht vorstellen, dass hier irgendwas liegt. Ne, sieht nicht danach aus. Also wir stiefeln nochmal hier rein. Ich meine, hinten im Raum wäre nichts gewesen. Wir gucken aber lieber nochmal. Das hat echt alles geklappt. Die liegen alle hier. Aber war hier nicht eine Tür? Da ist eine Tür. Ich wollte doch gesagt haben. Die hätte ich jetzt beinahe übersehen. So, jetzt müssen wir leider für ein Messer opfern. Ihr seht, weg ist es. Aber das machen wir gerne. So, eine Klinge. Jawohl, Pistolenmunition. Und, ja, 50 Teile. Ein Pfeil hätte ich mich jetzt mega drüber gefreut. So. 8 Schuss. Also ich sage ja, mit dem Nachladen, das können wir uns rein theoretisch erstmal sparen. Dafür bräuchte man viel mehr Munition. Okay, und eine Flasche bräuchten wir. Aber die werden wir sehr wahrscheinlich in dem anderen Bereich noch finden. Also gehen wir weiter. So, hier Panzer. Können wir hier irgendwas machen? Da, oh, Baseballschläger. Hallo. Wunderschön. Wir können auf dem Panzer. Können wir mit dem Panzer fahren? Das würde uns vieles erleichtern. Hey, hilf mir hoch. Okay, die Ellie will da oben drauf. Aber ich möchte dann doch nochmal auf den anderen Panzer. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass wir auf den Panzer drauf können. Also gucken wir uns den anderen auch nochmal an. Wirklich fahrbereit sieht der nicht mehr aus. Aber je nachdem liegt vielleicht was ganz Tolles hier oben drauf. Nämlich nix. Okay, alles klar. Hier. Da lag ein Ziegelstein. So. Haben wir das auch. Das sehe ich ja jetzt erst. Die wurden mal volles Fund hingerichtet. Und da liegen Teile. Irgendwie makaber. So. So eine Szenerie, man freut sich über ein paar Teile. Und hier liegen die nächsten. Ist ja voll ekelhaft. Ja, die haben das Militär platt gemacht. Krasser Scheiß, alles klar, so. Leiter, runter, Ellie hoch. Hier. Okay. Oder nur Ellie hoch und dann Leiter runter. Komm schon. Na bitte. Spätestens jetzt hätten wir hier ordentlich Aufmerksamkeit erregt. Oh nee. Wir sind fast da. Oh, ich glaube, der Spaß geht jetzt hier auch noch weiter. Ah, ich weiß, wo wir sind. Ich habe in sowas gewohnt. Quarantänezone in Boston.
Ja, ich weiß, wo wir sind. Okay. Ja, freue ich mich jetzt nicht drüber. Ich weiß, was kommt. Lag da was? Nee, okay, das war die Pfütze. Weil der Abschnitt hier, der ist mir auch nachhaltig im Kopf hängen geblieben. Gebe ich zu. Da, okay, ein Lappen. Oh, sehr schön. Das müssen wir mal gucken. Jetzt sollten wir nicht... Ich habe es mir gedacht. Unsere Ressourcen müssen wir jetzt ein bisschen aufbrauchen. So, damit wir wieder Platz haben, damit, wenn wir was finden, nachher nicht zu volle Taschen haben. Aber 2 Medipacks ist ja gar nicht mal so schlecht. Wenn wir eins brauchen, werden wir das auch noch nutzen. Aber erstmal versuchen wir es ohne. Gehen wir durch die Gasse. So. Oh, der verdammte Truck. Ja. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Bacon, Mann. Da schmeckt das gut. So. Und da ist ein ganz spezieller Freund. Ich liebe diesen Truck. Nicht. Dieses blöde Ding. Jetzt haben wir es nämlich mit dem Truck zu tun. So, was wir aber machen, wir klettern hier rein. Gucken wir, ob wir hier irgendwas mitnehmen können. Eine Flasche können wir mitnehmen. Ja, wir nehmen auch den Ziegelstein. Gehen hier wieder raus. Okay, da vorne steht einer. Ah, okay, 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 okay. Der aber nicht einfach nur stur stehen bleibt. Okay, jetzt geht der... Ne, der bleibt auch da vorne stehen, der bleibt... Okay, er geht. Okay, alles klar. Weil die Frage ist, wie weit müssen wir hier durch? Klar, die Flasche. So, es würde nichts bringen, dem Ding da vorne einfach vor die Nase zu laufen. Und ist überhaupt die Frage, ob wir hier irgendwas Besonderes finden. Weil ich sehe hier vorne keine Schublade, die wir aufmachen könnten. Und außer Ärger werden wir hier sehr wahrscheinlich gar nichts finden. Entsprechend müssen wir die hier vorne auch nicht erledigen. So. Das war echt eng. So, wir gehen hier nochmal raus. Ich überlege gerade, wie müssen wir das machen?
Dürfte es nicht einfach reichen? Okay, hier ist wieder ein Stahlrohr. Das nehmen wir uns mit. Okay, da steht einer. Den müssen wir natürlich uns packen. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe, Mann. Alles cool. Ah. Und los. So. Krass. Okay. Weil ich möchte in das Ding da gar nicht rein. Aber wenn wir hier natürlich Ärger kriegen sollten, kommen uns die hier definitiv hinterher und gehen uns an den Kragen. Aber das Risiko müssen wir eingehen. So, wir gehen hier vorne hin. So, da hinten lang, das bringt nichts. So, ich würde sagen, da vorne zum Bullentaxi. Los. Und los. Und los. So. Der hat nämlich jetzt gerade da hinten hingeguckt. Weil die Kanzel, die dreht sich nämlich, wie ihr sehen könnt. Und da, wo die hinguckt, da guckt sie hin. Nee, aber da, wo die hinzeigt, da guckt die natürlich hin. So, und jetzt sollten wir hier... höllisch aufpassen. Guck mir jetzt einmal das Bewegungsschema von dem an. Also er scheint sich immer im Kreis zu drehen. Das heißt, ich habe jetzt Sorge gehabt, dass der sich einmal zurückdreht. Sollten wir uns natürlich überlegen, genau in dem Moment dann auch loszulaufen. Wenn der nicht mehr hinguckt, dann haben wir genug Zeit, da vorne zur Tür zu kommen. Weil wenn das Ding losgeht, dann haben wir hier richtig Stress einmal an der Hacke. Und los. Okay, und hier drin müssen wir aufpassen. Okay, da ist einer. Okay. Die haben schon Stress. Oh, Scheiße. Okay, und los. Und los. Okay, 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 okay. Scheiße. Okay, da war was im Regal. So. Ich würde sagen, das war soweit okay. Kommt keiner nach. Ich verstehe jetzt gerade nur wieder nicht, warum wir Alarm ausgelöst haben. Ich glaube, manchmal geht es auch gar nicht anders. Das möchte ich trotzdem natürlich wissen, ob hier irgendwo was zu mitnehmen ist. Aber es sieht nicht danach aus. Okay, alles klar. So, jetzt müssen wir gucken, wo müssen wir lang? Müssen wir hier links lang oder müssen wir da... Da können wir nicht lang. Okay, alles klar. Dann hier raus und Bein in die Hand und ab dafür. Okay, und laufen, 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 laufen. Und ab dafür. Und ab dafür. Da gibt er uns eine. Den wollte ich doch jetzt gerade eine knocken. Ah, verdammt. Das kann nicht wahr sein. Du verdammter Sack. Wieso hast du den ersten Schlag?
So, und Joel wollte jetzt gerade den Stein nicht werfen. Okay. Dann machen wir das anders. Ja, ich möchte mir jetzt gerade das Medikit sparen. Gebe ich zu. Vor allen Dingen jetzt gerade hier in der Situation können wir das eh vergessen. So, und laufen, 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 laufen. So, wir tanzen den jetzt aus. So, und rechts dran vorbei. Okay, dann müssen wir uns... den... doch. So packen. Verdammt mich nochmal. Das muss doch auch ohne Medikit gehen. Problem ist, wenn wir hier da vorne den Punkt überschreiten. Genau, dann kommt nämlich der blöde Panzerwagen. Okay, jetzt haben wir hier aber so viel zum Thema, wir sterben nicht. Aber ich sag ja, ich möchte mir das Medikit sparen. Und vor allen Dingen, wir haben hier keine Zeit, uns anständig zu verarzten. So, da vorne der Nächste, genau. Och, das kann nicht wahr sein. Mann, verdammt mich nochmal. Aber egal, bei einem Schuss gehen wir hier eh down. Oder so. So, das ziehen wir jetzt durch. Ich frage mich jetzt halt nur, wie. Nehmen wir das Schrotgewehr, aber das ist auch wieder nur Munitionsvergeudung. So, jetzt haben wir den aber. So, und... zack. Okay. So, die 5 Schuss. Haben wir investiert. Aber jetzt müssten wir rein theoretisch hier ohne Probleme durchkommen. Natürlich indem wir laufen. Laufen, 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 laufen. Los, 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 los. So. Und hier rein. Okay, nicht hier rein. Wo müssen wir hin? Da müssen wir rein. Wow. Okay. So, so war es geplant. Push. Weil da hätten wir echt keine Zeit gehabt, uns in Ruhe zu verarzten. Okay, da könnten wir raus. Frage ist, wohin? Bevor wir es machen, gucken wir uns hier erst noch um. Vielleicht liegt er hier irgendwo. In Riegel. Nix. Oh, nix. Ah. Weil jetzt haben wir es so weit ohne Heilung geschafft. Jetzt ziehen wir das auch noch durch. So, und los. Los, 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 los. Ich glaube, sie sind weg. Okay, Joel, du solltest dich unter Umständen... Dankeschön. So.
Wollen wir da rein? Oder wollen wir da vorne lang? Weil ihr habt's gesehen, da konnten wir auch hin. Okay, da sind Pillen. Oh, ich weiß jetzt gerade nur nicht, wo es lang geht. Das ist das Problem. Ist das jetzt hier einfach nur Bonus? Okay, wir können hier aber auch nicht mehr raus. Okay, alles klar. Schade. Aber ich glaube, da vorne geht es auch nicht wirklich irgendwo weiter. So, also, ab durch die Tür. Ist keiner zu Hause. Okay. Was zu futtern? Nicht müder Laden. Okay, ab raus. Oh, da ist er. Oh, oh shit. Ist okay. Sie sehen uns nicht. Okay, dann wollen wir mal hier durchs Fenster. Verdammt! Joel! Warte! Joel, hör auf! Da! Lass ihn in Ruhe. Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Die Kleine sagt, dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. Wir haben ein Versteck ganz in der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bring uns hin.